Kann ich hier jetzt lang gehen, wo ich will? Also da kommen wir her, aber... Geht das? Das geht. Tatsächlich. Alter, wie geil das ist. Ich komme nicht klar gerade. Das ist der Wahnsinn. Heftig. Wo geht's hier hin? Da. Das sind wir. Nicht direkt. Dann. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort. Wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker. Das ist schon geschehen. Tschö. Ah, es geht doch weiter. Alter, wie... Guck mal da hinten. Also, wenn das mal keine Inception ist hier, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Krass ist das. Krass. Na dann wollen wir mal durch die nächste Tür. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Mein. Was soll denn das? Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Okay. Er ist tot. Okay. Geil, das hier ist. Geil. Alter, die Engine, die ist so der Hammer. Und das ist so unglaublich aufwendig hier alles. Das kann ich keinem erzählen. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Diese Augen. Los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Okay. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht Sie von Ihren Sünden frei. Wo
Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Okay, ich fürchte, ich muss. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Instabil. Ich steig aus! Geht sie zurück! Geht sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein! Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Anna. Anna? Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Nix, Elisabeth. Alter. Wie geil. Oder auch nicht geil, aber... Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Es ist doch der gleiche. Wir wissen bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Kleine. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen Alten. Tja, sie. Das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Hehehehe. Ja klar, das ist ja... Wer würde was anderes tun? Huch, was? Ich verstehe es nicht mehr. Ich komme gar nicht mehr klar. Also, da muss man doch erstmal drauf kommen. Alter, diese Story ist der Hammer. Oka, bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Huch. Booker DeWitt, bist du bereit für die Wiedergeburt?
Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieer Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Ja, okay. Okay. Ich würde sagen, das war BioShock Infinite. Und jetzt schauen wir uns noch die Credits an. Krass, also die Story ist der reinste Wahnsinn. Ehrlich. Mein Gott, also was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also diese Zusammenhänge und alles, dass sich das erst am Ende irgendwo zusammenfügt. Krass. Einfach krass. Tja. Mensch. Tja. Ich bin ziemlich sprachlos alles in allem. Also das sind wohl aus reiner Sicht auf die Games die besten 50 Euro, die ich jemals investiert habe. Also die Story von Far Cry war schon geil, aber die hier toppt's eigentlich nochmal, um ehrlich zu sein. Also das ist echt krasse Geschichte. Also sprachlos ist das eine Wort und geflasht das andere und ich glaube das dritte nenne ich dann wow oder so, ich weiß nicht. Also krass. Aber das Schöne ist ja, so im Laufe der Story, wie dann Comstock immer mehr so zum Feind des Ganzen wird und dann am Ende ist man's selber. Das ist doch einfach nur krass. Heftig, heftig, heftig. Aber deswegen wusste er auch die ganze Zeit, was passieren wird. War vielleicht gar kein echter Prophet. Und wahrscheinlich wusste er dann auch, wo wir ihn im Taufbrunnen oder was das war, ertränkt haben, dass er sterben wird. Wow. Krass. Also ich bin mal gespannt, ob der Abspann genauso lange ist wie bei Far Cry. Dann müsste ich mir nämlich noch irgendwie eine Picknickdecke besorgen. Das wäre so eine Maßnahme für die nächsten, 30 Minuten, mal sehen. Aber ich habe gehört, es passieren tolle Dinge, wenn man den Abspann zu Ende guckt. Deswegen tun wir es mal. So, übrigens, was kann ich denn mal erzählen währenddessen? Eigentlich will ich die Musik gar nicht überquatschen, deswegen halte ich einfach die Klappe. So, genau. Bum 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 b
stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure about it. Everybody wants to rule the world.
This is fine. It's that one line I don't. Yeah. Well, he'll figure it out. That's what I'm saying. Went back home, Lord. My home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord. My home was lonesome. All my brothers, sisters, cry. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Yeah. Because then it goes. What a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cried. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. So sad. Lonely. We're just missing a line. We'll get the actual one. Else. Can we run it through this video over there? Sorry. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the servant thank you.
one should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4-8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Joplin, what do you want, Joplin? Rip. Yeah. Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Und doch geht's noch ein bisschen weiter. Anna? Anna? Bist du das? Tja. So kann's gehen. Einmal nicht aufgepasst, zapp, ist man auf einer fliegenden Stadt Prophet und tja, eigentlich wollte das keiner von uns. Ja, was soll ich sagen? Ich denke, das war's dann mit Bioshock Infinite. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, denn das war echt, also der Hammer. Wirklich komplette Weiterempfehlung auch. Natürlich hat man im Let's Play nicht alles gesehen und es ist was ganz anderes, das Spiel selber zu spielen als zuzuschauen. Also wirklich 100%ige Kaufempfehlung und ich denke, ihr könnt euch das wirklich, wirklich antun. Wenn es ein bisschen reduziert ist, sicherlich, aber 50 Euro ist natürlich eine straffe Summe. Würde ich auch jedes Mal wieder für das Spiel zahlen, aber dennoch, ich meine, bei Steam gibt es immer solche Aktionen. Warum nicht mitnehmen, wenn schon da? Tja denn, denke ich mal, das war's dann erstmal. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, das muss ich dann auch erstmal aufnehmen. Momentan ist natürlich leider wieder Klausurphase, aber das kriege ich schon irgendwie hin. In diesem Sinne würde ich dann mal sagen, tschüss, schönen Tag noch, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!